Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich war für euch im Baumarkt. Naja, ehrlich gesagt war ich für mich im Baumarkt. Aber ich habe auch für euch was gefunden, beziehungsweise etwas, was ich euch zeigen möchte. Nämlich dieses schöne Spielzeug hier. Das sind im Prinzip Streichhölzer. Nennen sich Schnellzünder für Ölofen. Hier könnt ihr sie sehen. Die gibt es im Bauhaus. Ich möchte jetzt nicht speziell Werbung fürs Bauhaus machen, aber es ist nun mal so, dass es sie im Bauhaus gibt. Ja, deshalb ist das Bauhaus jetzt nicht unbedingt toller als jeder andere Supermarkt. Vielleicht gibt es die auch noch... Supermarkt. Baumarkt. Vielleicht gibt es die auch noch woanders, aber ja, egal. Demonstrieren wir das Ganze mal. Also, ich habe mir gedacht, die könnten eventuell taugen als Ersatz für diese tollen Hightech-Streichhölzer, die man im Outdoor-Fachhandel bekommt, die enorm viel Geld kosten und dann zugegebenerweise auch gut brennen. Schaut euch erstmal so ein Ding hier an. Im Prinzip, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, ist das ein Streichholz in einer Kunststoffhülle, die nochmal zusätzlich mit Wachs beschichtet ist. Ich weiß nicht, ob es Wachs oder Paraffin ist, wahrscheinlich ist es eher Paraffin. Das Gesamtkonstrukt ist halt eben sehr günstig herzustellen offensichtlich und brennt erstaunlich gut, wie ihr gleich sehen werdet. Packung kostet 1,50 Euro, da sind 50 von den Dingern drin. Ich habe jetzt ein bisschen damit rumgespielt und festgestellt, die sind sehr feuchtigkeitsempfindlich, also man sollte sie definitiv nicht in so einer Packung mitnehmen, sondern in irgendwas, was absolut wasserdicht ist, wo auch überhaupt keine Luftfeuchtigkeit schon dran kommen kann. Die sind da wirklich sehr, sehr, sehr empfindlich. Und das nächste ist, das sind keine Sturmstreichhölzer, das heißt, also kurz nach dem Anzünden können die einem relativ leicht ausgeweht werden, also quasi bevor die Flamme, die nur am Köpfchen ist, das, ja, Papiermaterial hier in Anführungszeichen zum Brennen gebracht hat. Ich demonstriere das mal. Zack, da seht ihr schon, ist schon wieder aus. Also man muss das wirklich in einer windgeschützten Ecke machen. Am besten nimmt man das nah an den Körper und versteckelt das irgendwo. Das kann ich aber nicht, weil dann kann ich es nicht filmen. Daher versuchen wir das jetzt so lange, bis es brennt. Das Gute ist, die sind eben billig. 1,50 die Packung. Und wenn ihr sie mal nicht angekriegt habt, das ist ja auch egal, dann habt ihr das Ding ja immer noch. Man kann die dann ja einfach zur Seite legen und dann hinterher einfach noch als zusätzlichen Zunder ins Feuer werfen. Da hat man gleich mehrere davon. Ja, jetzt hat. Also wenn das Papierchen hier dann mal angebrannt ist, dieses Wachspapierchen, dann brennt das Ding wirklich hervorragend und auch ziemlich lange. Ich schmeiße es dann nochmal deutlich früher weg, als bis es wirklich ausgehen würde. Glaubt mir einfach, dass die dann noch eine Weile nachbrennen, beziehungsweise das zeige ich euch auch gleich. Also, ne, man kann definitiv erkennen, Flammenbildung ist sehr gut. Damit kriegt man wirklich so einiges erstmal angezündet. Und die brennen auch, wie gesagt, dann noch deutlich länger weiter. Als wenn ich sie hier wegschmeiße, aus Sicherheitsgründen. Aber ich habe mir gedacht, dass nachdem das ja noch relativ langweilig ist, so ein Ding einfach nur in die Kamera zu halten, sammle ich ein bisschen Holz. Und wir machen ein ganz schnelles Feuerchen an mit diesen Teilen, damit ihr das mal auch gesehen habt. Also mir gefallen die super, ich sage das Fazit schon mal jetzt. Für 1,50 Euro, für 50 Stück, das sind dann pro Stück, wer mag rechnen? Ich schneide mal raus, wie lange ich brauche, um das jetzt auszurechnen. Moment. Ja, ich hab's. Es sind 3 Cent pro Stück. Also 100 Stück würden dann 3 Euro kosten und 50 Stück logischerweise 1,50 Euro. Ihr wisst nicht, wie lange das jetzt gedauert hat und das ist auch gut so, weil ich stehe heute irgendwie ein bisschen neben mir. Gut, wir machen ein kleines Feuerchen, dann seht ihr ja mal, ob die was taugen. Und ich auch, weil angezündet habe ich damit noch nichts. Gut, nachdem es heute mehrfach geregnet hat, ist das hier das trockenste Holz, was ich finden konnte. Das ist aber nicht sehr trocken. Also schauen wir mal, ob das jetzt hier überhaupt klappt. Sollte eigentlich, und das ist auch nicht der tollste Feueraufbau aller Zeiten, aber das muss es ja auch gar nicht sein. So, anzünden erfolgreich. Und dann schauen wir mal. Ja, also wirklich überrascht bin ich jetzt nicht. Kennt ihr das Phänomen, dass der Rauch immer in die Richtung weht, in die man sitzt?
in der man sitzt. Ja, was so schön ist, schmeißen wir da jetzt noch ein zweites dazu. Vielleicht mal aus Testgründen oben drauf. Natürlich ist das sinnlos, aber einfach auch mal, damit ihr seht, wie lange dieses Ding brennt. Es brennt und brennt und brennt. Aber ich werfe zu dem Zweck auch noch mal eins nebendran. Da kann man dann auch noch mal schön sehen, wie lange die brennen. Und kaum hockt man hier mehr oder weniger am Boden, kann man auch wunderbar Dinge anzünden, ohne dass die einem ständig ausgehen. Also ich spare mir jetzt die Stoppuhr. Die brennen jedenfalls sehr, sehr lange. Also wenn man es in der Zeit, die brennen, also das erste brennt auch immer noch, nicht schafft, hier irgendwie was in Gang zu kriegen, was man als Feuer bezeichnen kann, dann läuft was schief. Also ich denke mal, der Ölofen lässt sich damit eben auch anzünden. Gut. Ihr seht, also das Ding, was ich da zu Testzwecke vorne hingelegt habe, brennt auch immer noch. Also damit kriegt man auch Sachen, die deutlich schlechter anbrennen als mein sehr dünnes Holz hier. Die kleinen Zweigchen, definitiv auch zum Brennen. Und wenn jemand denkt, was die kosten, also das ist ja schon quasi Streichholz plus Zunder, das universelle Feueranzündpaket in Anführungszeichen. Da braucht man ja überhaupt keinen Zunder mehr. Da hätte ich auch noch dickere Ästchen nehmen können, wenn ich da zwei oder drei von denen reingeschmissen hätte. Und die, bei denen mir der Zündkopf kaputt gegangen ist, werfen wir jetzt einfach mal auch dazu. Das waren jetzt schon einige, also man muss wirklich darauf achten, der Zündkopf darf einem wirklich überhaupt nicht nass werden. Also die sind sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsempfindlich. Also wer lieber was Zuverlässiges haben will, der nimmt den guten alten Fire Steel. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite in Sachen Zuverlässigkeit. Aber die Teile, naja, damit kriegt das halt jeder Depp hin, würde ich sagen. Okay, machen wir dann Cut. Jawohl, also das wär's dann auch. Wie gesagt, ich finde die gut. Wenn euch noch irgendwelche Nachteile dran aufgefallen sind, außer empfindlich, also nicht nass werden. Zweitens nicht sturmstabil. Und drittens vielleicht nicht das allerumweltfreundlichste Mittelchen, um sein Feuer anzuzünden. Wobei ich glaube, im Wesentlichen ist das schon irgendwie so ein Zellstoff, also irgendeine Art Pappe, die halt mit Paraffin getränkt ist. Bisschen stinken tun sie schon, aber das tun ja normale Streichhölzer auch irgendwo. Von daher weiß ich nicht, inwiefern da jetzt irgendwelche Chemikalien drin sind. Ich gucke nochmal auf der Packung nach, würde euch entsprechende Dinge hier hinschreiben, wenn ich was finde. Und wenn nicht, dann gibt's nichts. Und das war's. Infolgedessen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.